Hallihallo liebe Minecraft-Freunde und willkommen zu Teil 2 von Let's Show Your Minecraft Chip. Und ja, was soll ich sagen? Da hat mir wieder jemand ein Schiff geschickt und diesmal handelt es sich zweifellos um die Titanic. Dieser markante Bug verrät es schon. Und ich muss auch gleich dazu sagen, das Schiff ist noch nicht ganz fertig, das hat er mir aber auch geschrieben, das Schiff ist noch im Bau, aber ich soll es doch trotzdem schon mal zeigen, ja. Und wir wissen auch gleich sofort, wenn wir uns diesen Anblick hier geben, dass das Schiff durchaus Tiefgang hat, in jeder Beziehung. Hier wurde auch schon ein Ankerversuch gemacht. Der Name, gut, den Namen würde ich ein bisschen weiter hinten hinschreiben, weil der war ungefähr so, wo war der? Ungefähr so da, wo jetzt mein Kreuz ist. Also da vorne hat der Name noch nichts verloren und der Anker war auch ungefähr hier. Aber gut, das ist natürlich alles noch im Bau, das braucht noch. Ja, an für sich eine sehr nette Version von der Titanic, bin ich mal der Meinung. Es ist vielleicht nicht unbedingt nach den Harlan-Entwurfsplänen ganz, ganz genau so konstruiert. Aber Minecraft hat ja auch seinen eigenen Style und wenn wir mal ehrlich sind, das hat doch was, oder? Also der Anblick da hat doch was. Es ist doch eigentlich trotzdem gemütlich, also ich würde trotzdem gerne damit fahren. Also ist eigentlich ein netter Anblick, muss man schon mal sagen. Ist noch ein bisschen kahl, aber wie gesagt, die ist ja auch noch im Bau. Was mich mal interessiert ist, was ist natürlich jetzt hier drin, wenn ich da mal durch... Oh ja, genau. Da ist noch nichts drin. Also der gesamte Bauch ist eigentlich noch leer. Aber, wie gesagt, alles noch im Bau, alles ganz easy. Wir können natürlich schon ein bisschen was erkennen, also die Promenade. Hier unten ist natürlich dann keine Promenade drin, das hatte ich zwar bei der alten Titanic mal, aber das war falsch. Aber die Arctic-Promenade haben wir schon. Brücke ist auch schon teilweise gemacht worden, auch sehr nett. Bei den Schornsteinen, Jungs, würde ich euch empfehlen, dass ihr die hier dann, dass hier dann Schluss ist auf dem Dach. Das heißt, Schornsteine, die gehen nicht im unteren Stockwerk weiter, sondern die Schornsteine enden da oben. Da unten gehen nur noch so Röhren weiter, die dann durchs Stockwerk führen bis runter zu den Kesseln. Ja, First Class Central Staircase oder besser gesagt Grand Staircase auch schon da. Ist eigentlich, ja, ein typisches Minecraft-Design einer Titanic. Sieht gut aus, auf jeden Fall. Also es sieht klar und ganz klar, ne, ganz strukturiert. Auch nicht so wahnsinnig zugepfropft mit irgendwelchen Sachen. Was ich euch auch empfehlen könnte, wäre, dass ihr ab und zu mal so, sowas hier zum Beispiel, wenn es denn passt, also hier passt es jetzt nicht, aber an anderen Stellen, durch Gitter ersetzt, also so richtig eine Reling. Was haben wir hier noch? Was hier natürlich noch nicht so richtig passt, also zwischen 2 und 3, also den beiden Rauschlöten, war eine Terrasse, so eine Art, erhöhtes Dach oder eine Aussichtsplattform drauf stand, könnt ihr euch nochmal informieren. Das fehlt hier natürlich noch. Müsst ihr natürlich ein bisschen Abstriche in Kauf nehmen. Dann hier, ich weiß es nicht genau, da haben sie auch das zweite First-Class-Treppenhaus einbüßen müssen und die Fenster, die bis zu den Dampfmaschinen runterführten. Aber gut. Und hier ist das zweite Klasse-Treppenhaus. Auch hier ist natürlich noch Bedarf. Wenn man hier mal reingeht, ja, also da ungefähr kommt dann mal der Aufzug hin. So. Und dann kommt man hier unten raus. Haben sie auch hier schon richtig schön gemacht mit einem erhöhten Dach. Und hier müsste eigentlich der Raucherraum sein, beziehungsweise der Palmengarten. Und dann kommt man ungefähr hier raus. Genau, und dann ist man hier auf der Promenade. So, das stellen wir mal hier hin. Ach, verdammt. Na gut, dann werden wir das mal los. Ja, was gibt's noch? Also, jedenfalls ein ganz nettes Modell insgesamt. Man sieht, hier wurde sich überlegt. Hier am hinteren Mast, da war keine Aussichtsplattform. Also, da könntet ihr ruhig weglassen. Es war wirklich nur, um die ganzen Leinen zu befestigen. Ja, und auch das Heck, da haben sie sich auch viel Mühe gegeben. Was ich auch hier noch empfehlen könnte, wäre, dass ihr die Schiffsschrauben mal ein bisschen voneinander trennt. Das heißt, die äußeren, also die Hauptschiffsschrauben mal ein bisschen weiter nach außen verschieben, dass die den Rumpf erstens nicht so aufschlitzen, wenn die sich drehen, und zweitens könntet ihr auch noch ein bisschen größer machen. Die andere, die passt schon. Da kann man gut mitleben. Natürlich fehlt noch ein Ruder, aber gut, das ist ja alles noch, ist ja alles noch im Bau. Gut. Ja, die Plattform, die gehört eigentlich andersrum. Das heißt, dieser kleine Zipfel hier, der müsste eigentlich auf der Seite sein. Dann kommt da noch ein Steuer rein und so. Und hier kommt dann noch eine Leiter oder zumindest eine Treppe runter, die dann hier hinführt. Und voran war es dann so. Aber das seht ihr ja alles auf den Bauplänen. Das muss ich euch ja jetzt nicht sagen. Und natürlich gehört hier hinten noch ein gescheites Namensschild hin. Alles in allem habt ihr allerdings einen positiven Eindruck hinterlassen. Also es sieht trotzdem doch schon nett aus.
ist auf jeden Fall auch groß genug. Ich würde auch an eurer Stelle ein bisschen eigenen Style mit reinbringen, weil wir halt schon relativ viele Nachkonstruktionen der Titanic in Minecraft haben und wirklich darauf achten, dass ihr vielleicht ein bisschen was Eigenes mit reinbringt. Ja, dass ihr vielleicht sogar die Titanic nach heutigen Standards rekonstruiert. Das müsst ihr aber selber wissen, was ihr da macht. Das kann ich euch jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall, wie gesagt, positiver Eindruck. Ja. Weiter so, Jungs. Ich bin schon gespannt, was draus wird. Und ja, ich habe noch eine andere Map bekommen von dem gleichen Webbauer. Die werde ich mir auch mal zu Gemüte führen. Aber jetzt werde ich erstmal das hier verwerten. Und ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Video.